Heute ein ganz besonderer Auftrag. Wir sind in Berlin-Tempelhof. Hier wurde dieses Haus saniert, also die Arbeiten sind noch mittendrin, aber es ist schon viel passiert. Und im Garten soll ein Pool gebaggert werden, und zwar genau hierhin vor die Mauer. Hier soll ein Schuppen hin, wo auch das Badehaus entstehen soll. Der Stumpf soll rausgerissen werden, aber die Herausforderung bei dieser Baustelle ist diese Rampe, wo der Mietbagger einen Bobcat E10Z runterfahren soll. Ich habe dem Kunden gesagt, auch nach Rücksprache mit Baggerpeppi, ich fahre da nicht runter, obwohl die Rampe sehr stabil aussieht und laut den polnischen Baumeister für mehr als 1000 Kilo gedacht ist. Gleich soll der Bagger geliefert werden. Ich bin gespannt. Okay, jetzt ist er drauf. Also das habt ihr gesehen, das war ein dicker Oschi. Hier liegt er. Ich muss sagen, dieser Bobcat gefällt mir richtig gut. Man sitzt so gut drauf und hat so eine gute Kontrolle über die Steuerung. Also diese Joystick-Steuerung ist so feinfühlig. Und was hier sehr eng aussieht, wenn man drauf ist, die Füße haben dann genug Platz an der Seite. Also was ich hier neidlos anerkennen muss, ist, diese Knickmatik hat wirkliche Vorteile. Ich kann schräg zum Graben stehen, ohne Gefahr laufen zu müssen, an der Seite einzubrechen, und schwenke dann rüber. Das ist schon nicht schlecht. Ein wirklicher Nachteil von dem Schnellwechsler ist, wie beim Springer, dass die Schaufel nicht wirklich weit genug einklappt. Das ist das Maximum. Also wenn Erde drin ist, darf man nur bis zum Rand machen, weil danach fällt sie raus.
Und da ist so viel Schutz zusammengekommen. Der Pool ist aber noch nicht fertig. Das Schild, sagt der Vermieter, geht nicht auseinander, festgebacken. Ich wäre der erste Kunde, der dieses Schild auseinander machen will. Dieses Zero Tail Hack ist so super. Wenn man hier zum Beispiel an der Schnur steht und einfach direkt an der Kante stehen kann, ohne dass man befürchten muss, mit dem Heck die Schnur wegzudrücken. Ah, schon super.
Also heute Morgen ging erstmal gar nichts mehr, der Anlasser war im Eimer. Und das hat eigentlich den gesamten Vormittag gedauert. Einmal um den zu ersetzen, aber auch um rauszukriegen, dass es der Anlasser war. Erst Batterie, Powerbooster, alles versucht, nichts ging. Dann kam der Typ von der Baggervermietung und hat rumgefuhrwerkt und gemacht und getan. Erst dachte er, der Bagger hätte Öl im Zylinder und das würde er komprimieren und deswegen ließ sich der Motor nicht mehr drehen, aber im Endeffekt war es der Anlasser. Na, das war eine Nummer. Wir haben eigentlich erst um 14 Uhr angefangen zu arbeiten. Pool ist fertig und das ist der Erdhaufen, der hier entstanden ist. Nicht schlecht, Herr Specht. Und hier wird jetzt noch die Schräge modelliert, bevor am Dienstag Estrichbeton reingegossen wird. Also die Konstruktion ist folgendermaßen, hier kommt, soweit ich das verstanden habe, so ein Ständerbauwerk mit einer Plastikwanne rein. Bei diesem Schwimmbad muss das Wasser sofort eingelassen werden, damit die Stabilität gewahrt ist. Dazu wird ein Schlauch hier runtergelegt vom Hydranten und innerhalb von 3 Stunden ist dieses Ding vollgelaufen. Und dann müssen wir diesen Riesenberg über die Hälfte wieder zurückfüllen, sagt die Bademeisterin, hätte ich fast gesagt, sagt die Schwimmbadingenieurin. In der Mitte sind wir ungefähr 1,50 tief vom Rand hier und das ist das, was man bei 1,80 Löffeltiefe mit dem Bobcat E10 auch maximal erreichen konnte. Die größte Herausforderung war, mit dem Bobcat hier an der Seite zu stehen, ungefähr 50 cm noch Abstand von der Kante. Im Baggerkurs haben wir gelernt, 60 ist der Sicherheitsabstand. Mit 50 cm Abstand an der Kante zu stehen und dann unten gerade hoch zu baggern, weil man sieht es nicht, wo man baggert. Aber die Anweisungen von Patrick beim Baggern waren so gut, dass wir es wirklich ganz gut hingekriegt haben. Was ich gelernt habe, ist, wenn man sich in kleinen Etappen nach hinten bewegt, also von einer Seite auf die andere rüber, das funktioniert am besten. Das heißt, nicht zu viel wegnehmen auf einmal, sondern immer nur ein kurzes Stück, 50 cm und ein Stück weiter nach rechts.
50 Zentimeter Stück weiter nach rechts. Dann ist die Abbruchkante, an der man steht, nicht so groß. Wenn man 2 Meter wegnehmen würde, steht man neben so einer gähnend großen Kante und hat kein gutes Baggergefühl. Dieses Brett wurde an den Rand gelegt, weil auch die Seite verdichtet werden muss. Da muss ja der Betonestrich drüber.